Oh, Geschenk wird ausgepackt. Da bin ich ja mal gespannt. Moin aus Hamburg. Ja, 24.12. und es ist da das Weihnachtsupdate. Softwareversion 11. Ich bin echt total gespannt und das Netz überschlägt sich ja schon vor Lobpreisungen und ich will es jetzt auch mal ausprobieren. Ich drehe euch dafür mal um. Hier steht's auch. Softwareversion 11.0 tippen Sie hier, um die Neuigkeiten zu entdecken. Das machen wir doch mal. Aha, einige Elemente, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wurden zu Fahrzeug verschoben. Aha, also Laden, Scheibenwischer, Bluetooth und WLAN sowie Send Remote ist hier zum Auto verschoben worden. Steht also dementsprechend dann da oben nicht mehr, wie ich das jetzt verstehe. Weiter, neue konfigurierbare untere Leiste. Okay, wow. Das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Okay. Mal gucken, was sich hinter den Icons dann noch konkret verbirgt. Also das wird Energie sein, das eben auch Sentry. Kalender, Nachrichten, YouTube wahrscheinlich, Radio, Bluetooth, das weiß ich noch nicht. Vielleicht Spielekiste oder sowas. Neuer Temperaturschnellregler, das finde ich gut. Muss ich natürlich alles erstmal in der täglichen Anwendung zeigen, ob und wie gut es ist. Aber sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So, und das war es wohl. Und wie gesagt, hier oben ist nichts mehr. Nur noch das SOS ist noch da. Und hier unten ist jetzt die Menüleiste, die man sich jetzt wohl auch konfigurieren kann. Irgendwie ganz cool. Also ich finde es vom Design her ziemlich scharf. Ne, und hier sieht man jetzt auch eben die neue Kachel, nenne ich sie mal, mit den einzelnen neuen Punkten, die jetzt in solchen Gruppierungen, in solchen Feldern sind. Jetzt von der, ich sag mal so, von der Sache her relativ einfach zu verstehen. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander hier, Spiegel aufnehmen und so weiter. Sicherlich eine Sache, an die man sich wie an alle Sachen irgendwo gewöhnen kann. Da hat sich nicht so viel geändert. Das sind in erster Linie jetzt hier grafische Veränderungen. So, das ist alles geblieben. Hat sich nur, wie gesagt, grafisch verändert. Ah, hier haben wir was Neues. Und zwar automatische Totwinkelkamera. Seitenkamera bei aktiven Blinkeranzeigen. Das kennen wir sonst nur vom IONIQ 5 und vom Kia EV6. Das aktivieren wir natürlich mal. Bei Kollisionswarnung ja. Warnung, wenn über Limit. Das lassen wir mal alles, wie es ist. Mir reicht tatsächlich die 3 km/h. Gehen wir mal drüber. So, das lassen wir auch alles so. Das sieht alles gut aus. Bei den Schlüsseln hat sich nichts geändert. Verschluss nach Entfernen. Jawohl, Fahrertür. Das lassen wir auch mal alles. Ambiente Beleuchtung. Hier hat sich nichts geändert. Da ist wirklich auch nur eine grafische Veränderung dieses Menüpunkts. Alles beim Alten, auch hier. Trips. Oh. Ja, das soll wahrscheinlich ein bisschen. Das ist neu. Das ist ein neuer Menüpunkt. Also scheinbar gibt es das dann hier ja nicht mehr. Nee. Das habe ich hier kurz ein bisschen rumgefuscht. Ah, jetzt sehen wir hier auch gleich die neue Menüführung für die Klimatisierung. Okay, das machen wir mal eben wieder aus. Das muss man sich jetzt echt mal kurz hier neu gewöhnen.
Da ist eine ein Ausschalter sogar. Zack. So. Jetzt bin ich hier gerade wahrscheinlich aus Versehen drauf gekommen. Da war ich, genau. Da gibt es sonst keine News. Navigation. Navigationslautstärke stellt sich immer zurück, komischerweise. Sicherheit. So, was gibt's denn hier Schönes? Wächtermodus machen wir mal konsequent an. Heimatadresse lassen wir auch mal so. Zack. Und hier ist der wichtige Punkt, um von außen übers Handy auf den Sentry Mode wechseln zu können. Das muss man aktivieren. So, Dashcam beim Hupen, das ist alles klar. Airbag-Geschichten, das ist alles wie gehabt. Ich denke mal, beim Service und so wird es nichts Neues geben. Und Software ist wohl dann die neueste. Navigation 8/2021 und Software-Update hier, Software V11. Wow, sehr geil. Also gefällt mir. Ich muss mich jetzt natürlich noch ein bisschen damit auseinandersetzen, was ist hier zu konfigurieren. Das muss ich mal gucken. Früher konnte man das so, da kann man immer noch. Ja, also so richtig hier oben die fehlende Leiste, okay, bin ich noch nicht so richtig. Das heißt, das muss ich mir alles noch dahin ziehen wahrscheinlich. Spotify. Oh ja, oh, das ist ja schön. Oh Gott, das ist ja riesig. Das ist ja riesig. Mega, guckt euch das an. Einfach ziehen. Einfach dahin ziehen und fröhlich sein. Das ist mal cool. Gucken, wie viel es da gibt. Okay, also es gibt nur 4, die man hier reintun kann. Hier werden dann nochmal die letzten Apps angezeigt. Und hier hat man noch die Möglichkeit, auf die Klimatisierungsschnellauswahl zu treffen. Ja, genau. Automatik. Sehr gut. Mensch, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Also, was sagt denn ihr dazu? Das ist richtig cool. Jetzt gucken wir uns nochmal eben den. Ich fahre jetzt leider nicht, weil es ist ja Heiligabend. Ich kann jetzt hier nicht großartig noch durch die Gegend fahren und YouTube-Videos drehen. Aber was ich tatsächlich mal wissen wollte ist, und dann nehme ich euch jetzt mal eben mit, wie sieht das jetzt im Sentry Live View aus? Also ich gehe jetzt mal hier auf Sicherheit, Live-Kamera zeigen, aktualisieren vorne. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Und zwar muss man sicherstellen, dass das Auto zu ist und dass sich niemand da drin befindet. So. Es wird auf jeden Fall, gibt es da jetzt eine Mitteilung, dass der Sentry Mode aktiv ist. Das wollen wir mal gucken. Tatsächlich. Das geht. Es geht. Linke Kamera, da stehe ich. Uhu. Heck. Rechte Kamera. Wahnsinn, das funktioniert tatsächlich. Nee, was geil. So, was kann er denn noch? Es gibt doch noch diese Begrüßung, oder wie nennen wir es? Wie kann man denn das wohl aktivieren? So, hier ist die Funktion, und zwar unter Unterhaltung, Lichtspektakel, Show beginnen. Ja, das scheint jetzt hier die Möglichkeit zu sein, mal das Auto, so wie damals Model X und Model S, nee, Model X war das, glaube ich, tanzen zu lassen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was hier jetzt bei rumkommt. Ich nehme euch mal mit. Ich hoffe, die Nachbarn drehen nicht durch. So, ich aktiviere es mal. Lichtspektakel. Das machen wir mal nicht so laut. So, beginnt, sobald Sie die Türen verschlossen haben. Parken Sie unbedingt draußen. Viel Spaß bei der Show. Hinweis, Sie können das Spektakel mit jedem Türgriff oder dem Kofferraumtaste beenden. Der Kofferraum kann sich während der Show öffnen. Oh, guter Hinweis. Sollte man also nicht da machen, wo wenig Deckenhöhe ist. Dann lassen wir es jetzt mal krachen, oder? Zack, Show beginnen. Ach so, ja, ich muss ja aussteigen. So, jetzt geht's los.
Alle Scheiben fahren runter. Und nu? Oh. Alter, das ist leise. Was ist denn laut? Alter, ich drehe vollkommen durch. Ist das geil. Echt ein bisschen laut. Guck mal hier auf das Licht. Mega. Mega. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ja, nach dem nicht stattgefundenen Weihnachtsupdate 2020 ist das ja jetzt 2021 im echten Kracher. Und ja, aber es braucht kein Mensch, aber ich finde es geil. Ich finde es echt geil. Was meint ihr dazu? Was meint ihr zu dem Update 2021 Version V11? Das kann ja noch heiter werden, oder? So, ich möchte die Möglichkeit auch nutzen, mich von euch zu verabschieden in die Weihnachtspause, nennen wir es mal so. Vielen Dank für das Jahr 2021, dass ihr mir so treu geblieben seid, dass ihr meinen Kanal nach vorne gebracht habt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, alles Gute, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier bei Frank vom Kanal Generation E. Bis bald. Tschüss aus Hamburg. We'll be right back.